Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video gibt es ein kurzes Update zu den ganzen Tournaments, die wir noch in diesem Jahr erhalten werden. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem schaut natürlich auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Dort werde ich wahrscheinlich auch gleich, wenn dieses Video online ist, wieder live sein. Also schaut gerne vorbei und lasst dort natürlich auch ein Follow da, um in Zukunft keine weiteren Streams mehr zu verpassen. Tatsächlich gibt es nicht mehr wirklich viele Tournaments in diesem Jahr, aber ein paar Tournaments gibt es noch. Und zwar unter anderem das Frosty Frenzy Turnier wird wahrscheinlich im Prinzip ein bisschen wie Winter Royal sein. Ob es jetzt komplett Winter Royal ersetzen wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt noch nicht wirklich viele Informationen dazu. Das Ganze, was aber schon feststeht, ist, dass es am 12. und 13. Dezember stattfindet, ein Trio-Tournament sein wird. Das heißt, findet an diesem Wochenende bereits schon statt und wie gesagt, ist ein Trio-Tournament und weitere Informationen kommen leider erst morgen dazu. Es wird dann natürlich nochmal ein detailliertes Video dazu geben, mit vielleicht auch Strategien, die man dafür benutzen sollte. Aber falls es auf jeden Fall so wie Winter Royal sein sollte, dann könnt ihr euch auf jeden Fall darauf einstellen, dass da wirklich sehr, sehr viele Preisgelder rausgegeben werden. Bei Winter Royal war es ja so Top 1500 ungefähr, die Preisgeld bekommen konnten und wenn das hier wie gesagt so ähnlich ist, dann könnte das auf jeden Fall auch ein sehr, sehr krasses Turnier werden. Ansonsten haben wir ja auch dann noch das Wochenende drauf, also am 19. und 20. das DreamHack Event. Für alle Leute in Deutschland ist es natürlich ziemlich nice, weil wir alle Deutschland Ferien haben und ich glaube, die meisten können das dann auf jeden Fall spielen. Findet wie gesagt am 19. und 20. statt, genauso wie letztes Mal auch schon ein Duo-Tournament mit 250, die aus jedem Heat weiterkommen. Hatte ich euch auch schon mal detailliertere Videos zugemacht, werde ich euch jetzt nicht nochmal alles runterrattern. Falls euch das interessiert, checkt gerne die Infokarte ab, dort werde ich euch das mal oben verlinken. Und ansonsten wird es wahrscheinlich in diesem Jahr keine weiteren Tournaments mehr geben, denn danach kommt die ganze Weihnachtszeit, also das nächste Wochenende ist dann ja die Weihnachtsfeiertage und dort hat Epic Games immer selbst Urlaub, wo wir wahrscheinlich wieder über 3 Wochen oder so kein einziges Update erhalten werden. Das heißt, so eine kleine Durstphase einfach, wo wir wirklich so ziemlich wenig Content in Fortnite haben, wenig Tournaments in Fortnite haben und deshalb haben wir jetzt wahrscheinlich immer noch 2 große Tournaments vorher, einmal Fortnite Frenzy und dann noch die DreamHack und danach wird eben halt erst so wahrscheinlich ab 10. Januar ungefähr dann die nächsten Tournaments im nächsten Jahr stattfinden und die FNCS, dazu hatte ich euch bereits hier auch schon ein Video hochgeladen, wird erst ab 4. Februar dann wieder starten. Das heißt, erstmal wahrscheinlich jetzt immer am Anfang zwei große Cups vor allen Dingen und dann erst irgendwann so 10. Januar, irgendwann im nächsten Jahr auf jeden Fall erst Cash Cups und alles weitere. Mehr gibt es dann zu diesem Video auch nicht mehr zu sagen. Ich habe dienstags leider immer relativ wenig Zeit, deshalb immer nur so kurze Videos am Dienstag. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dieses Video. Ansonsten schaut natürlich gerne noch die Videos der letzten Tage oder schaut natürlich gleich oder jetzt schon im Livestream vorbei. Würde mich natürlich auch freuen und dann hoffe ich, sehen wir uns entweder da oder im morgigen Video wieder. Bis dahin, ciao.